Hallihallo, ich bin's, der Steffen, und wir spielen Coruscant Modern Warfare, was glaube ich nichts mit COD zu tun hat. Wir spielen den Modus Episode 7, das heißt, das hier sind die ganzen Truppen, die man wahrscheinlich dann auch sehen wird in Episode 7, dem Film. Und ja, wir fangen an mit diesem Stormtrooper hier, der ja jetzt einen anderen Helm hat. In Episode 7 und ich habe zu viel Battlefront gespielt, das neue Battlefront 3. Ich habe heute 5 Videos davon gemacht in der Beta und ich habe jetzt Rechtsklick gedrückt, um zu zoomen. Mein Gott, ist hier ein Chaos. Die Map, die kann man auch spielen mit den ganz normalen Rebellentruppen oder KOS-Truppen. Also einfach, ich meine Imperium gegen KOS. Oh mein Gott, Steffen, auf so eine Scheiße zu labern. Imperium re gegen Rebellen und Republik gegen KOS. So, wir veranstalten mal ein bisschen Chaos hier. Das ist ein bisschen zu viel Chaos. Oh, kann man da. Oh, man kann in den X-Wing rein. Wie geil. Ja, komm. Oh nein. Ich will in den X-Wing rein. Ich will da rein. So, wir warten jetzt, bis hier einer kommt. Da. Ah, ich bin dagegen gefahren. Was zum Henker? Der flog sich ein bisschen sehr seltsam. Nehmen wir mal. Das ist, glaube ich, der ist ganz. Das ist einfach ein ganz normaler. Wir haben hier einen Piloten. Können wir vielleicht auch. Wir sind jetzt hier hinten gespawnt. Den Raum, den kennt man schon aus anderen Mods und Maps und auch allgemein vom Film wahrscheinlich. Die campen alle rum hier. Es scheint keine imperiale Han Solo läuft hier rum. Ey, Han Solo. Es gibt anscheinend keine Flugzeuge. Doch, da ist ein TIE Fighter. Wo kam der her? Der kam doch von da hinten. Ich glaube nicht, dass das hier der richtige Weg ist. So, wir gehen jetzt einfach mal in freie Kamera rein und schauen mal kurz, was hier hinten ist. Ich glaube nämlich nichts. Wir gehen einfach mal eben hier rum. Ja, ey, da vorne waren wir gerade eben. Da ist noch ein TIE Fighter. Da oben. Ah, wir hätten abbiegen müssen an einer Stelle. Wir machen jetzt einfach mal Add Jetpacks, weil das ist ein bisschen einfacher, als wenn wir da jetzt wieder hoch machen müssen. Ach, direkt über uns ja auch. Ich bin ja blöd. Der sieht cool aus, der TIE Fighter. Das sind komplett neue Texturen an den Seiten. Ich komme jetzt gerade nicht richtig mit der Steuerung klar, weil ich zu viel Battlefront 3 Raumjäger gespielt habe. Da ist die Steuerung anders. Da ist das invertiert. Das heißt, wenn ich hier nach oben gehe, geht es nach unten. Und wenn ich jetzt hier nach unten gehe, dann geht es nach oben. In Battlefront 3 ist das anders. Das muss ich mal umstellen. Ich bin gerade sehr irritiert davon. Was? Der ging aber schnell kaputt. Oh ja, die sind sehr leicht kaputt zu bekommen. Raketen, kommen Sie näher? Sie kommen näher. Oh, ich liebe es, Panzer zu zerstören. Mit Raumjägern. Und boom, der ist kaputt. Nein, was war da? Ach, da war so eine Antenne. Mensch. Aber ich glaube, dass 12 Punkte brauchen wir noch für den Typen. Da spielen wir mal den hier. Der mit dem Cape. Chrome Rifle. Das ist im Prinzip das Blastergewehr von Boba Fett oder Jango Fett, weil das Ding so in Salven feuert. Oder wie das Auszeichnungsgewehr von der Republiktruppe. Das wäre jetzt keine Granate hier. Das ist eine Granate. So. Jetzt kein. Gut, das mit dem Teamkill, das kann ich vergessen. Der Typ hält viel aus. Ich glaube, das ist wohl einfach das Besondere an dem, dass der so viel aushält. Und bleibt tot. Nee, nee. Okay, haben wir den Typen? Noch 5 Punkte.
Da, 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 da. Hey, komm her. Wow, das sind eine Menge Leute hier. Und wieder da, kurzer Schnitt. Ich war kurz weg. Passiert. Aber jetzt geht's weiter. Yay. Okay, wir müssen mal diesen KP hier einnehmen. Und ich bin fast tot. Und jetzt bin ich tot. Mal schauen, ob wir jetzt den Sif hier freigeschaltet haben. Oh ja. Der aus dem Trailer mit dem verpeilten Lichtschwert. Das sieht doch ganz lustig aus. Mal schauen, wie der sich spielt. Ups, sorry. Aber wir müssen hier hinten hin. Oh, wir haben Blitze. Cool. Und sonst nichts. Doch, Machtschub. Boah. Oh ja, alle auf einmal. Ich verrecke aber gerade hier ein bisschen. Also ist es jetzt Mausgeklicker. Und wir müssen. Ach verdammt, da war ganz viel Leben. Das hätte ich mal einsammeln können. Da, 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 da. Den habe ich den da gerade eben so hingestellt. Der Wookie, der hält auch einiges aus. So, den haben wir. Okay. Was explodiert das denn hier, Mensch? Oh, hier ist ein Heildruide. Yay. Gesundheitsdruide, meine ich. Ach komm, Leute. Ich will auch nur leben. Geh wieder weg. Geh weg. Und Power. Und ich krieg dich. Was zum Henker ist denn das mit der Musik hier? Wieso habe ich überhaupt Musik angestellt? Oh mein Gott. Was ist das für Musik? Das muss ich erstmal kurz anhören. Das hört sich nicht an, als wenn das Copyright geschützt wäre, aber ich mache das trotzdem mal leiser. Geil. Okay, das gehört zur Gesamtlautstärke, das heißt, es ist ein Soundeffekt. Verdammt. Geht das so? Nein, es geht nicht so. Wir gehen wieder raus hier. Ich will keinen Ärger mit der GEMA bekommen. Dieser Raum hier ist tabu. Wow, was ist das denn da oben? Ach, das ist irgendwas kaputt. Das sah aus wie der Millennium Falke. Hier ist wieder die Musik. Jetzt haben wir keinen Sound mehr. Ah, Steffen, was machst du? So. X-Wing. Okay, kommst du mir klar, Steffen? Kannst du das Ding fliegen? Hallo, treff mal was. So. Was fliegen die so schnell weg? Zack, hab ich dich. Wo kommen die eigentlich? Kann man hoch? Nee, die Skybox ist im Weg. Ich dachte kurz, man kann hochfliegen zu einem Raumschiff oder so. Das sieht ganz interessant aus da. Ich krieg dich. Komm her. Dann wird zu seltsam nach unten gedrückt hier, weil die Skybox im Weg ist. Und ich krieg dich auch. Und ihr kriegt mich nicht. Anscheinend doch. Verdammt. Okay, wie steht's? Wir müssen sehen, dass wir ein bisschen was gebacken bekommen hier. Was haben die eigentlich? Haben die irgendwas Interessantes? Rebellenpilot. Nee, die sind eigentlich nicht so interessant. Wir bleiben mal bei dieser Seite hier. Wir wollen das ja auch irgendwie gewinnen. Was explodiert das hier? Ja. Mein Gott, was ist das überhaupt? Das ist das irgendwie. Ja, diese Dinger hier sind, die explodieren so krass. Kann ich ihn wegschalten, dadurch töten?
Ach, was soll's. Der ist schon sowieso schon tot. Na komm. Und dich habe ich. Jetzt wird man abgewehrt hier. Na kommt. Ich pariere eure ganzen Schüsse. Okay, und jetzt ragen wir ein bisschen rum hier. Ach, ich verrecke. Oh, ich habe einen vom Geländer runtergeschubst, glaube ich. Oh, wir haben fast gewonnen. Wir haben fast gewonnen. Jetzt darf ich auch nicht mehr sterben. Oder doch? Nein, ich bin doch gestorben. Kann ich noch? Einen Tod kann ich noch machen. Und noch jemanden. Und dich habe ich auch noch bekommen. Ich frage mich, ob der Typ jetzt wirklich tot war. Ich habe ein bisschen auf ihn eingehauen. Aber das war's. 82 zu 7. Ein bisschen besser als das, was ich in Battlefront 3 hinbekomme. Aber das sind ja nur KIs hier. Also, das war's. Coruscant Modern Warfare Episode 7. Wie gesagt, den Kram gibt es auch noch mit Republik gegen KOS und Imperium gegen Rebellen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.